Und damit willkommen zurück zu dem leckeren Magic 7. Daumen nicht vergessen. Sonst drücke ich euch mal die Daumen. Ja, und zwar sind wir unterhalb der Halle. Nee, der Berge. Nee, in der Halle unter den Bergen. Hier haben wir den komischen Feenkollegen getroffen. Der Feenkönig. Und er hat uns diese schicke Feenflöte gegeben. Klingt verlockend. Bisschen laut auf dem Ohr. Halt, stopp. Sehr viel besser. Nun gut, ich würde sagen, der hat uns das Essen geklaut, die Sau. Also werden wir einfach mal in sein Reich hinabfahren. Ah ja, wusste ich doch, dass man da vorher aussteigen kann. Oder muss, wer weiß, wer weiß. Alles gleich. Oh, Feenring erhöht den Effekt aller Feen... Luftzauber. Nicht aller Feenzauber, was laber ich denn? Ja, ja, ganz sicher sogar. Und da sie eine Luftmagierin ist? Aha. Wieso habe ich ihr den gegeben? Ah, die ist doch die 4. Bin ich völlig mit Sugar morgen? Ganz sicher nicht. Rüstung plus 10, stimmt. Es gibt also wahrscheinlich von allem einen derartigen Ring mit plus 10 Rüstung und erhöht irgendeinen Effekt. Ah, ja. Ich verstehe. Aber was heißt das denn? Ist das eine Luftmagie? Ja, wird einfach erhöht. Was genau es bringt, weiß ich nicht. Wir probieren es mal. Oh, zum Glück haben wir Federfall. Denn es geht abwärts. Perfekt. Gut, dann wollen wir uns mal hier umschauen, würde ich sagen. Was gibt's hier unten? Man hört schon zischen. Das sind bestimmt wieder Feuerfliegen. Wo Feuerfliegen? Da. Oh oh. Naja, gut. Hat ja gar nicht wehgetan. Ach ja, die Dicken sind auch dabei, ne? Die dicken Fliegen. Ah, macht natürlich nichts. Ja, ist ganz nett. Vielleicht ist es so einer dieser Anfangs. Na, nur Schlüssel? Wer, wo, was? Wieso ist hier ein Schlüssel? Ach ja, das ist als nächstes dran. Da geht's wieder zurück in die Zwergenminen in Bracada. Wir haben einen Feenschlüssel. Ein kleiner Schlüssel. Gut, dann würde ich sagen, dann benutzen wir den auch gleich, sobald wir die Gelegenheit dazu bekommen. Ah ja, ja, Futter. Haben sie uns ja geklaut, die Schweine. Aber wir haben ja noch ein bisschen was. Ja, so auf Halde, sag ich mal. Also wenn wir ein Nickerchen machen müssten, kriegen wir hin. Vielleicht brauchen wir das noch. Ja, und wieder nur Idiotenstäbe. Warum? Jetzt liegen hier schon zwei rum. Und dennoch nützt es nichts. Ganz schön frech. Ja, ich hoffe mal, dass hier unten auch die sechste Sinnkraft wirkt. Denn ich meine, hier gibt es die eine oder andere Wand, die man, die man begutachten kann. Das sieht zum Beispiel verdächtig aus. Aber da ist nichts. Okay. Irgendwas mit dem Wasser war doch. Mit so einem kleinen Brückchen. Ich glaube schon, ich glaube schon. Ich hoffe mal, wir kommen ja auch wieder, raus. Bei mir deucht gerade irgendwas von wegen Treppe und so. Na, ich bin mal vorsichtig und werde mal nicht allzu oft speichern. Ich glaube, das machen wir hier einfach so ohne eine Speicherei, eine weitere. Dass ich notfalls das Ganze wieder zurücksetzen könnte, falls es nicht klappen sollte, aber... Oh, ein Saphir. Okay, das ist schon eher nach meinem Geschmack, weil wir sonst immer solche lustigen, komischen roten und grünen Rubine finden und so Zeug. Nee, blaue Rubin? Egal. Das ein Monster sein? Naja, es hat eine monströse Fliege. Genau hier. Sieht man's? Nee, wir sind nicht gut genug. Tür steht da. Und hier steht auch mal Tür. Ah. Wurde gar nicht angezeigt. Das ist natürlich frech. Das erkenne ich nicht. Ich weiß auch nicht. Das ist der Standard-Säbel. Der Standard-Elfen-Säbel heißt er, glaube ich. Gut, war im Text. Gut, hier war irgendwas mit einer. Mit einer Leiter? Quatsch, mit einer Treppe, glaube ich, am Rand, oder? Oder bilde ich mir das nur ein? Ich glaube nicht. Doch hier irgendwo, ne? Ja. Ja. Ah, Schlüsselloch. Irgendwo hat sie doch bestimmt ein Schlüsselloch. Dann geht hier die Treppe hoch. Oder wie sehe ich das? Aber ganz schick. Relativ schick, sage ich mal. Ich meine, ja, mit den etwas beschränkten Mitteln. Muss man den Baum anklicken? Das gab es ja beim Sechser auch, wo man in dieser komischen Druidenhöhle war. Oder diesem Druidenhain.
Ja. Ah, genau. Zugeschlossen. Zugeschlossen. Ist verschlossen. Jetzt ist auf. Stimmt, so war das. Was Ähnliches gab es ja auch bei Heretic, wer das noch kennt. Wer es nicht kennt, einfach im Kanal mal suchen, da gibt's Heretic. Der ist super. Ist quasi Doom, nur besser. Irgendwie. Nee, Schrott, bleibt hier. Entschärft. So, was ist das? Keine Ahnung. Ah ja. Ich weiß auch nicht. Ja, leider, die Erkennenfertigkeit, die ist halt wirklich Stuhl bei der guten. Was hat die denn momentan? Erkennen ist auf 1. Ja, okay, dass die nichts drauf ist eigentlich logisch. Man könnte ja mal. Ne, lass mal die Blume liegen. Man könnte ja mal eine. Ja, sie kann doch eher aufleveln. Jetzt ist sie Stufe 17, sie kann bis Stufe. What? Bis zur Stufe 22. Ja, wir haben ein bisschen viel, ich sag mal, viel gelevelt, beziehungsweise viel gequestet und deswegen ist sie so ein bisschen. Vom Brunnen trinken ist erfrischend. Stimmt, habe ich mir auch irgendwie abgewöhnt, aus Brunnen zu saufen, weil die eben doch relativ. Naja. Gefährlich sein können. Okay. Also das war die Schatztruhe. Keine Ahnung. Der Müll ist die Schatztruhe. Okay. Wie gesagt, ich glaube, wir sind hier ein bisschen zu spät hin. Man hätte natürlich direkt, wenn man den Brief, glaube ich, bekommt, hätte man direkt nach Avle weiterlatschen können. Oder sollen wahrscheinlich eher. Dann hätte das ein bisschen mehr Sinn ergeben. Das hier ist irgendwie. Naja, ich sag mal nicht ganz so unsere Kragenweite, aber das macht ja nichts. Jetzt haben wir das auf jeden Fall auch mal gesehen, abgehakt. Haben wir denn die Halle unter den Hügeln oder was? Unter den Bergen? Wie heißt er noch? Halle unter den Bergen, ja, selbstverständlich heißt es so. Auch nicht funktioniert es. Ah, ein Teleporter. Das heißt, wir können zum Tularianischen Forst und direkt mal Meldung machen, dass wir jetzt total fertig sind. Und das bedeutet wiederum andere Dinge. Zum Beispiel aufleveln können wir. Da müssen wir wohin? Nach Eratia oder zurück zum Tularianischen Forst, würde ich mal ganz frech behaupten wollen. Mögen die uns hier? Zack. 5 neutral. Eigentlich nicht. Eigentlich sogar gar nicht. Moment, gibt es hier noch irgendwas einzukaufen? Ich glaube nicht. Auf die Insel wollte ich ja ganz gerne mal, aber irgendwie absaufen würde ich halt auch ungern. Ich kann zwar Tränke draus basteln. Könnte man sich da zumindest mal umgucken. Man könnte natürlich auch mal geschwind. Also ein paar Tränke zusammenbrauen. Wir haben doch sowieso so viel Material. Warum eigentlich nicht? Wasseratmen ist das. Was ist das? Gelb und rot, ne? Ne, gelb und. Orange oder was ist das? Ne, gelb und orange ist das hier. Das ist gelb und rot ist Wasser atmen. So einfach. Moment. Das kann eigentlich nicht sein, oder? Notizen. So, jetzt mal gucken. Wo ist denn hier Wasser atmen? Gelb und violett gemischt. Hat gelb und violett? Ist doch nicht violett, oder? Na, wo ist es denn? Das ist violett. Okay. Gift heilen und gelb. Okay. Dann machen wir es doch mal. Und ich kann doch einfach versuchen, ob ich an der flachesten Stelle da hinten einfach so drüber komme. Das dürfte ja zu schaffen sein. Dann einfach nur einmal schlafen und dann ist Feierabend. Ja, ich denke, das ist machbar. Und auch wesentlich ressourcensparender als. Jetzt hier mit großartigen Tränken rumzuhantieren. Guten Tag. Und da ja das Geld quasi nicht mehr nur an den Bäumen oder auf den Bäumen wächst, sondern direkt auf dem Boden liegt. Ich weiß auch nicht. Oh. Das sieht vielversprechend aus. Ahnung. Was ist das? Halber Schaden durch. Okay, des Schildes ist natürlich immer so ein bisschen. Naja, braucht man jetzt eigentlich nicht so doll. Vor allem, weil es so wenig Fernkämpfer nicht gibt. Mal abgesehen von den Kobolden. Kobolden, von den Goblins. Ist so viel eigentlich nicht unterwegs, was ein Pi sagt aus der Ferne, oder? Ich glaube auch. Da gab es mal nicht noch einen zweiten. Haben wir doch gesehen vom anderen Ufer aus. Vom guten Ufer aus.
Wobei, egal. Ich weiß auch nicht. Ja, nehmen wir mit. Kein Platz. Kein Platz. Was bringt mir das? Keine Luftgeschichte und keine Rüstung. Die ist wahrscheinlich ziemlicher Schrott. Egal, ich nehme es mal mit, weil wir noch immer Platz. So, was haben wir hier? Tempushaus. Genau. Großmeister. Körpermagie Großmeister. Ich sag mal nichts. Körpermagie Großmeister, alles klar. Halt, wir können noch mal draus laufen. Komm, einmal. Oh, kommen wir jetzt nach Trefferpunkte? Sehr schön, das heißt, ich komme wieder zurück. Wieso hat die... Moment, wieso hat die so wenig Schaden genommen? Wieso... Weil sie ein bisschen Wasserresistenz hat? Ne, Quatsch, steht auch. Ach, weil sie regeneriert hat in der Zwischenzeit, oder? Ne, die trägt die... Doch, die trägt die Regenerationsgeschichte. Und er hat den Ring, okay. Aber dann so viele Trefferpunkte, oder... Ist es doch nicht prozentual? Ich weiß es nicht. Meditation Großmeister. Stimmt, die hat, die Meditation gelernt oder nicht? Ja, hat sie. Ja, kann auch nur Experte daran werden. Das ist halt irgendwie schade. Das meinte ich damals vor Jahren mit diesem komplexen Levelsystem, dass man, weil man eine bestimmte Klasse hat, jetzt nur noch hier bis Experte, da noch bis Meister, der kann sogar bis Großmeister. Ja, und dann ist alles so ein bisschen wirr. Auch wenn alle das Gleiche haben, ne, könnte der eine nur normal Experte, Meister und Großmeister. Es ist irgendwie... Naja. Vorher konnte man beim Sechser die Fertigkeit erlernen und dann konnte halt jeder bis zum Maximum durchprügeln, wenn er dann die Werte hatte, wie Intellekt oder Charisma oder sowas. Naja, hier ein bisschen anders das. Und ja, so ein Zwischending ist dann natürlich wieder die... Rang, Beförderungsrang oder wie auch immer, welche Stufe es man ist jetzt, ob man Krieger ist oder Ritter oder Kämpfe und so. Naja, Alchemie-Großmeister kann ich zum Beispiel jetzt niemals werden. Das ist natürlich auch doof. Titanenfestung klingt schon verlockend. Wenn ihr zufällig einmal die Wyvern-Ebenen in südliche Richtung überquert, genau, Wyvern-Ebenen, klopft auf keinen Fall an das Tor der riesigen Festung, die dort mitten im Wasser steht. Das ist die Titanenfeste und dort mögen sie keinen Besuch. Ja, das werden wir wohl beherzigen, denn es stimmt. Die mögen keinen Besuch und hauen... Besuchern generell hart aufs Maul. Das ist so eine Sache, wenn man sich ein bisschen unsichtbar machen kann. Warum gibt es eigentlich keinen Unsichtbarkeitstrank? Achso, weil das nur für die ganze Gruppe gilt, ne? Ja, wenn man die Luftmagie-Meister-Geschichte, ist glaube ich Meister, beherrscht und sich unsichtbar machen kann, dann ist man da dran richtig gut aufgehoben. Kann sich dann da unsichtbar durch die Gänge schlängeln. Mit den ganzen Titanen und Drachen vorbei und kann sich dann dort bedienen. Ansonsten muss man sich da durchprügeln und das ist sehr ressourcenintensiv, denn die halten einiges aus und hauen hart aufs Maul. So, jetzt wollte ich was genau? Ich wollte eigentlich mal zum Aufleveln zurück. Iratia würde sich da anbieten, weil Iratia ist glaube ich die zweite Stadt. Eine Plüschkutsche. Aha, oder auch nicht. So, für 200 Mark kommen wir sonst wohin. Hoffentlich fährt er nach Iratia heute. Das wird sich anbieten. Alter, wir müssen in den Tularianischen Forst. Sterben die Leute, wenn sie 5 Tage lang ohne Futter und so? Ja, wir schauen einfach mal. Ahoi, willkommen an Bord. 2 Fliegen mit einer Klappe. Allerdings haben wir es ja nicht eilig. Das heißt, wir laufen einfach und... Und uns vorher nochmal Futter ab, das kostet auch nur 20 Mark. Und das heißt, diese Notration, braucht man die wirklich? Ist ein bisschen übertrieben, oder? Und die Sauden ist das Futter geklaut, das macht aber nichts. So, würde ich sagen, machen wir uns hier von... Ja, machen wir es mal vom Acker hier. Natürlich könnte man sich noch mehr angucken. Kai? Wer ist Kai? Aber... Ja doch, wir können mal einen Blick auf diese... Wyvern-Ebenen, die angesprochen wurden, erhaschen oder versuchen zu erhaschen. Aber man merkt schon, ne, diese Lebenspunkt-Regenerationsgeschichte ist ja ganz nett, wenn man sie hat, aber so richtig aktiv einsetzbar ist das halt auch nicht. Oh oh. Ein Ur-Wyvern. Ja, geht schon mal richtig gut los hier, muss ich sagen. Sollen wir das mal versuchen? Was machst du? Achso, Heilung hast du. Ja, im Nahkampf machen wir den eigentlichen Schaden.
Es ist nur er. Ja. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, was das ist. Habe ich noch nie gesehen. War Wyvern. Okay, ich habe mich umentschieden. Die können meine Leute mich auf einmal pieken tot machen. Aber nicht nur meine, auch die ganzen Wachen, die hier rumgurken. Und dann ist da plötzlich keine Wache mehr. Hoffentlich blockiert er jetzt nicht den Eingang. Wenn ich zurückkomme, ist alles tot oder so. Das wäre natürlich auch schlecht. Oh, das ist aber schick. Sind die Bäumchen wieder da? Genau das könnte man mal machen. Man könnte sich da drüben an den Bäumchen austoben. Sollte man wirklich mal machen, oder? So ein Wasserwandelzauber. Oder man rennt einfach, wie gesagt, darüber. Und hofft aufs Beste und knallt da drüben dann so ein paar Bäumchen ab. Und marschiert dann vielleicht zurück oder so. Da drüben gibt es ja einen... Ach, das machen wir jetzt einfach mal. Wenn wir schon mal hier sind, oder? Ich finde auch. Falls es eng werden sollte, können wir jetzt schon abschießen. Natürlich kann man das nicht. Am besten schön gerade rüber und nicht kreuz und quer. Kann man ja auch im Nahkampf machen. Dann geht es noch schneller. Obwohl, teilweise 17 Schaden. Das reicht. Das reicht vom Schaden her. Gut, jetzt können wir einfach durchlaufen, Knopf gedrückt halten. Machen sie einfach alle platt. Das ist wieder ein großer Baum. Ja, nee. Die haben eh nur 50 Trefferpunkte teilweise. Wir hauen einfach da dort und dann ist gut. Machen wir gar nicht lange rum. Aber diese Resistenzzauber, vielleicht wären die gar nicht mal schlecht gewesen. Auch wenn es nur so ein bisschen ist, aber ich meine... Ich spüre fast gar nichts. Jawohl, nicht mal Experte. So 1, 2, 3 Punkte kann man sich auch schenken. So, Bäume getötet. Die sind ja fast wie die Grünen. So, Edelsteinchen gibt es eigentlich fast schon garantiert. Ich glaube, mehr haben die gar nicht, ne? Gelber Topaz, der ist noch von vorher. Alles klar. Geschafft. Geschafft. Ja, das hat man eigentlich schon früher machen können. Mal wieder, aber das ist ja meistens so. Ich meine, das ist ja Open World. Und... Naja, man kennt's. Ist man nicht in der richtigen Reihenfolge an den Punkten, kommt es einem viel zu leicht vor. Oder man kriegt so hart aufs Maul und verzweifelt an den Gegnern. War gar nicht so schwer. Ja, hat er auch gar nicht wehgetan. Sagte er und schrie. Gut. Ja, so einfach ist es wirklich. Ich meine, zwei Leute müssen draufhauen, da ist der Baum weg. Sowas ist schnell gefällt, vor allem wahrscheinlich der Mann mit der Axt, ne? Der Hoggrim. Ne, wie ist er? Hockmarsch. So, hat sie noch einen zweite Schatztruhe? Ich denke nicht. Das ist nur die eine, okay. Ja, hier werde ich wahrscheinlich noch nicht reinlatschen. Das ist tatsächlich erst für späters. Klenkers Labor. Kennt man vielleicht auch aus Neusortegal, aus dem Sechser. Wir schauen mal vorbei und trinken erstmal ein Schlückchen Kaffee. Hinter der Tür kann man gerade noch entfernte Geräusche von Explosionen und verrücktem Lachen wahrnehmen. Ein beißender Säuregestank liegt in der Luft. Ja, ja. Ein beißender Säuregestank. Aber wir wollen der Brücke folgen. Und das machen wir, indem wir hier hochlatschen. Ja, auf der anderen Seite wieder ein paar Bäume klatschen. Und dann war es das eigentlich schon. Ist das nicht so atemberaubend? Aber nun gut. Ja, und auch hier merkt man schon, die haben versucht, viele Sachen, sag ich mal, zu modellieren, dass alles ein bisschen hübscher aussieht. Ich meine, klar, im Vergleich zum Sechser ist es das auch, aber ist halt immer noch weit davon entfernt, wirklich imposant zu sein. Aber es hat einen früher auch nicht gestört, ne? Weil die Optik, ich habe es ja schon auch beim Sechser oft erwähnt, ist eigentlich relativ wurscht. Denn das Spiel funktioniert wunderbar als tatsächliches Rollenspiel. Wohingegen heute... So mancher Titel, der eben ganz groß ist, ja, und von allen umjubelt wird, da ist halt nicht viel Rollenspiel drin. Das ist halt stimmliches, stumpfes, oder dümmliches, kurz stimmlich,
Knüppel. Ja, so die Action-Rollenspiel-Variante ist es ja heutzutage. Denn echtes Rollenspiel, wo man vielleicht auch mal sich verskillen kann, das ist natürlich immer, das ist natürlich ganz, ganz schlecht. Ne? Und es muss alles ausgeglichen sein heute. Es darf nichts stark und nichts schwach sein. Es muss alles irgendwo auf einem Level sein. Ne? Wenn der Nahkämpfer schwach ist, dann muss auch der Zauberer stark sein. Stark und stark, meine ich. So, diese Gleichmachungsscheiße in Spielen, das ist auch ein absoluter Krampf. Ist natürlich auch im echten Leben, ist noch schlimmer. Ach ja, da ist das, der alte Baum, ne? Mit dem alten Gesicht. Steht im alten Wald einfach mal so rum. Sagen wir, hallo Alter. Aus einer Krankheit oder Krätze der heutigen Zeit, aber naja, wollen wir nicht weiter drauf eingehen? Rollenspiele, da waren wir genau. Rollenspiele, in denen man machen kann, was man will. Und irgendwie gewinnt man doch immer. Man hat irgendwie alles. Das ist auch so ein Hauptproblem der Elder Scrolls-Reihe, ne? Oder zumindest die neueren Teile. Es gibt da keine Höhen und Tiefen mehr. Es ist irgendwie alles nur noch grau in grau. Jeder muss immer der Held sein. Ja, im Grunde genommen ist es Unterhaltung für kleine Kinder. Aber gut. Keine Ahnung. Wirklich Hardcore ist das ja hier auch nicht in dem Sinne. Ja, wobei, gerade was Höhen und Tiefen angeht. Experte, Meister, Experte, Großmeister. Und so manche andere Sache geht halt nur im Kinderrang, wie das hier. Hm. Also hier sind diese Höhen und Tiefen gegeben. Ne? Wenn ich das eine wähle, kann ich das andere nicht mehr. Bei einem Elder Scrolls Spiel wäre ich zum Beispiel auch in der Lage, Großmeister der Feuermagie zu werden, wenn ich nur oft genug den Feuerball anklicke. So, guten Tag. Ah, Reisende. Der Baum spricht sehr langsam. Wie geht es euch heute? Eine nehme ich noch. Die Bäume sind in Aufruhr erzürnt. Das Herz des Waldes ist von den Wurzellosen geschlagen worden. Die Wurzellosen werden mit Blut bezahlt, bis das Herz zurück ist. Ah, ja. Hier habe ich jetzt eine Aufgabe, oder? Wieso blinkt mein Suchauftrag-Gerät nicht? Okay. Ich habe so wenige Aufgaben, ne? Ist auch so untypisch. Irgendwie sehr merkwürdig. Oder man ist auch nicht mehr gewohnt. Gibt's auch Extrembeispiele. Ich muss auch sagen, ich finde das irgendwie angenehmer. Denn ich habe vor einer Zeit auch mal Risen 3 gespielt, Gothic 3. Und da ist es ja wirklich so, du kommst dir vor wie in so einem MMORPG, wo du die ganze Zeit irgendwelchen Müll abhakst. Ich weiß auch nicht. In jeder Stadt. Ja, in jeder Stadt redest du mit deinen. Ja, ist okay. Oh Gott, die haben echt so viel Müll dabei. In jeder Stadt hast du halt deine komischen Kollegen, die dir wieder deine dümmlichen Aufgaben geben. Und irgendwie ist das anstrengend, weil man dann nur noch damit beschäftigt ist, sich mit den Aufgaben zu befassen und von A nach B zu laufen. Wie so eine Einkaufsliste, darf ich alles abhaken? Ja, die Frage ist, schaffen wir das oder gehen wir vorher den Löffel ab? Wenn ich den Löffel abgebe, wird es teuer. Und einmal Pause machen ist jetzt nicht so teuer. Dann würde ich sagen, essen wir einen Apfel und rasten bis tief in die Nacht hinein. Aber kriegen wir hin. So, ich hoffe mal, das reicht auch. Notfalls schmeiße ich schnell noch was ein. Oh oh. Ja, okay, das wäre mein sicherer Tod gewesen, hätte ich da nicht vorher Pause gemacht. Jetzt schauen wir mal, wer hat die? 1 und 4, ne? Ja, so in etwa. Die stehen schon besser dran. Deswegen zum Beispiel ist es halt hervorragend, wenn man die benutzt. Aber so im eigentlichen Kampf und sowas ist das hier natürlich wie immer eher unnütz. Dieses, ich regeneriere Trefferpunkte langsam, aber stetig. So, war hier nicht was mit? Ah ja, hier war der Druiden-Alte, ne? Umgeschützte Bäume, Prüfungen. Ja, ja, ja. Geheimgang, kennen wir alles schon. Halt, sind es die gleichen, sind das? Achso, ich dachte schon. Die sehen alle so gleich aus, diese Elfen. Großdruide, ja, ja. Ihr habt einen Kreis gefunden, sehr gut. Aber erst müsst ihr alle drei besuchen, bevor ihr weitermachen könnt. Denkt dran, der Kreise 3, dann eilt herbei. Ja, dann laber mich doch nochmal voll mit, wo die Kreise sind. Sag, wo die Kreise sind, drum eil ich hingeschwind. Du Spinner. So, wir müssen einkaufen, verkaufen. Obwohl, hier mögen sie es auch nicht, ne? Ist dann auch das Trainieren teurer? Wahrscheinlich. Moment. Das wollen wir doch jetzt mal sehen. Sechster Sinnmeister, das gefällt. Voraussetzung nicht erfüllt. Moment, das merke ich mir. Das merke ich mir. Sechster Sinnmeister, da hätte ich Bock drauf. Da hätte ich richtig Lust drauf. Das machen wir, oder?
Gut, man könnte natürlich auch lernen, auf den Expertenrang bringen. Ja, aber irgendwas ist ja immer, oder? Lernen. Oder man kann, ja gut, Meister zu werden ist gar nicht mal so schlecht. Ich sollte dir wirklich einfach nur alle... Das erkenne ich nicht. Alle Dings beibringen, alle Elementarmagien. Und dann kann man ja entscheiden, was man macht. Oder wie auch immer. Die hat Feuermagie, aber auf dem normalen Rang, das bringt doch nichts. Das bringt doch nichts. Würde ich schon sagen, oder? Lernen? Lernen oder sechster Sinn? Auswirkungen sind verdreifacht. Falle bemerken, etc. Mal weh ist es nicht. Ich könnte es ja mal machen. Was sind da halt, was sind das denn? 7 und 6 Punkte, also 13 Punkte. Einfach mal so geschwind, das sind über 2 Level. Oder geht's bei uns schon 7er Schritten? Ich weiß es gar nicht. Wir können mal schauen. Da ist das Trainings Center. Oder bei Hören sagen Hallo. So, Mieke mal ein bisschen zurück. Übung macht den Meister. Ja, es sind schon keine 2000 noch was, sondern ist schon günstiger. Da kann man gucken, 680 kostet das für die Alte. Jetzt geben wir mal den... Wo war der Typ? Da hinten irgendwo, ne? Ich meine schon. Jetzt geben wir mal die Aufgaben ab. Oder beziehungsweise die Feenflöte wollte haben. Die mögen uns 5. Also das, was durch Spenden erreicht wurde. Also wo ist der Kollege? Hier, ne? Alchemie-Experte? Nein. Was müssen wir nochmal machen? Irgendwas mit... Ach ja, die RTL war's, ne? Genau. Hallo nochmal, meine Herren. 1000 Mark, ausgezeichnet, die Flöte. Ihr wisst nicht, was mir das bedeutet. Ihr nehmt diese Belohnung und nochmal danke für eure Hilfe dieser Sache. Kein Thema, Kollege. Moment, wieso kann ich noch verkaufen, nicht mehr kaufen? Hey, Moment mal. Muss ich vielleicht... Vielleicht kann ich jetzt auch keinen Sand mehr kaufen. Kann das sein? Wo ist eigentlich der Meister entschärfen? In Harmedale. Ah ja. Ah ja, den haben wir schon getroffen, genau. Der auf dem Hügel, glaube ich, war das, ne? Ich meine auch, Alchemie-Experte. Supi. In dem Laden habe ich schon geschaut. Moment. Komme ich da rein? Ich bin ein Mitglied in der Gilde, aber bin ich auch Mitglied in den Meistergilden? Das weiß ich nicht. Feuergilde, okay. Luft. Wassergilde. Willkommen in der Gilde des Wassers. Ganz genau. Halt, kurz gucken. Ah, Auftrag erfüllt. Es mögen dann schon 5 mehr und die Preise sind besser. Schätze ich mal. Das wollte ich ja eigentlich testen. Das mache ich jetzt einfach mal. 680 war es ja um die Grazima. Genau, die Grazima. Ich kann mir den Namen nicht merken. Meine eigene Truppe. Das ist natürlich ganz schön dumm. Aha. Von 680 auf 630. Es wird immer besser. Haben wir denn hier irgendwelche Aufgaben? Können wir irgendwas abgeben? Nein. Das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich nicht gut. Aber ich würde trotzdem sagen, wir leveln auf, sagen wir, was Geld haben. Perfekt. Perfekt. Ah ja, okay, jetzt gibt es 6 Punkte, da unten steht's ja. Perfekt. Ja. Ihr könnt nicht zahlen. Wie jetzt? Okay. Hat es jetzt 10.000 gekostet? Kann nicht sein, oder? Euer Gold ist bei uns sicher. Ich nehme nochmal 5.000. Und schau, wie weit ich komme. Und klicke dann einfach weiter. Halt. Die allerbesten Waffen. Der Welt, oder? Oder was? Speer, Hellebarde, Ja, man sieht schon, die haben... Finde ich aber auch ganz nett. Die haben immer ihre speziellen Waffen. Nicht ihre speziellen Waffen, ihre... Ihr spezielles Angebot halt einfach oder so. Das könnte ich mal rausknallen. Jetzt mögen sie uns sehen. Das heißt, man könnte beim Magier mal vorbeischauen und das Zeug verticken. Genau, das machen wir zuerst. Dann wissen wir auch, was der hat. Habe ich auch ganz gerne gemacht, einfach um den Laden wieder aufzufrischen, um nicht ganz so hart zu bescheißen. Bin ich danach mal trainieren gegangen oder so, dann ist er... Hat er natürlich neues Zeug. Was? Zeug? Okay, Kampfkunst. Schwärme, Zauberstab, Intellekt, Kittel. Naja. Feuerring ist zwar nett, aber... Was haben wir hier? Nichts. Gut. Dann
muss es sein. 57, also genau 50% kriegen wir jetzt. Genau, das ist die Hälfte. Okay, wir verkaufen uns die Hälfte. Oder gibt uns die Hälfte vom Preis? Keine Ahnung. 250, sieht normal aus, oder? 50 ist auf jeden Fall normal für den Ring. Ach komm, wir verticken es einfach. Und das sieht auch aus, als ob da nicht viel drin ist. Blassroter Kristall. Man kann es ja an den Preisen abschätzen, ob etwas wertvoll ist oder nicht. Kein Platz. Kein Platz. So. Topaz ist nicht viel wert. Ein Saphir, schon besser. Ja, hier sieht man zum Beispiel, 124 kriege ich dafür. Für den kriege ich 700, ja. 2 vorne heißt 200. Monsterkunde plus 3, brauchen wir nicht, haben wir was Besseres. 50 für so einen Gürtel ist nicht besonders krass. Was ist das? Blauer Quarz. Verkaufen. Okay, die hat das ganz gute Zeug. Halt, erstmal kicken. Ja, einer 350, einer 150 und der 400 ist auch untypisch. Monsterkunde und Geschick. Hervorragend. Gut, ist mit dem Geschick. Behalten wir mal. Nicht. Oh, ein Saphir. Sehr gut. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, ja. Monsterkunde kann weg. Denn wir haben nicht so viele... nicht Geschick, sondern Amulette. Es fehlt so ein bisschen an Amuletten, muss ich sagen. Mal gucken, was können wir denn... Wie sind unsere Tränke wert? Diese gemischten, was bringen die uns? Nicht so viel. Okay. Dann weiter leveln, würde ich sagen. Ach ja, mal schön 5000 gut gemacht durch das ganze Gerümpel, das wir mitgenommen haben. Übung macht den Meister. Übung macht den Meister, genau. Perfekt. Okay, die kosten echt fast schon 1000er hier und die mögen uns. So, die brauchen noch 5000 für 21 und die sind schon bei, ja, 12.000x. Die braucht ein bisschen mehr Erfahrung. Das heißt, da würde sich dieses Lernen tatsächlich mal anbieten. Oh, der 32. Okay. Zack, die wird auf jeden Fall mal lernen, Experte werden. Sollen das vielleicht alle mal werden, die es können? Wollte ich irgendwas anderes? Ach, der stimmt, der kann ja auch Großmeister werden. Machen wir das als nächstes. Und die ist danach sowieso fertig. Erkennen, haben wir gesagt. Und das nervt mich. Ja, was noch? Alchemie geht da nicht weiter. Dolch, ja. Könnte man eigentlich mal Meister werden. Oder war Meister in Nihon? War das nicht so? Genau, wo ist denn Meister am Dolch? Karten, Notizen. Wo sind die Trainer? Hallo? Ach, hier, Waffen. Meister am Dolch lebt im nördlichen Teil Nihons. Da ist es auch direkt. Ja, wie unangenehm. Nun gut. Vielleicht sollte er mal den Waffenmeister, Großmeister anpeilen, oder? Verdoppelt alle vorangegangenen Boni. Ja, dann ist das unser Hau drauf. Der verdrischt jetzt alles. Waffenmeister, Meister. War das nicht in Avle? Waffenmeister, Großmeister war doch in Avle, oder? Notizen sagen... Meister Bogen, nee, Großmeister. Meister. Großmeister in der Fähigkeit Waffenmeister lebt im Osten. Ach nee, shit. Ist wohl... Das muss so ein Riesenzeug sein. Ich kann mich nicht erinnern. Ich wüsste nicht, wo es sonst sein sollte. Weil alle anderen Bereiche haben einen vernünftigen Namen. Das ist allerdings schlecht. Gut, dass ich das jetzt schon aktiviert habe, sozusagen. Aber naja, die Werte... Je mehr, desto besser. Er hat momentan Kette. Ich weiß nicht. Aber wir werden natürlich richtig gute Plattengeschichten finden. Und kann ja schon mal so grob in die Richtung gehen. Kann jetzt mal zu einem Platten... Ja, Experten zumindest mal machen. Denn auf lange Sicht werde ich auf jeden Fall... Wird er die Platte benutzen. Reparieren können wir mal zum Experten machen. Das geht in Harmondale, das weiß ich. So, Kollege, was hast du denn für ein Problem? Ausweichen vielleicht mal, dass du nicht so hart aufs Maul kriegst. Wäre eine Idee. Oder Körpermagie? Ja, kann er noch nicht. Kann er noch nicht. Sechster Sinn, könnte man zum Experten.
Lernen, ja, das ist ja auch eine Idee. Oder Konditionsmeister. Wir sind beide Experten. Was kann der denn werden? Stab? Können wir zum Meister ihn direkt ausbilden lassen? Vielleicht hast du das mit dem Kampfkunstdinger kombiniert. Aber wo ist der Stab Großmeister? Das weiß ich nicht. Ich weiß aber, wo der Meister ist. Meister? Gute Frage, was tun? Rüstungsklasse wird erhöht und Gegner bewusstlos schlagen. Ist vielleicht auch nicht das Allerverkehrteste. Ja, leider ist hier halt schon Feierabend bei Monsterkunde. Das ist echt dümmlich. Was machen wir da also? Ich weiß es nicht. Lernen, Experte, würde ich sagen, mal für den Anfang gar nicht mal so schlecht. Also soll ich einfach weitergehen? Das ist ja einfach immer schneller und immer besser. Ich meine, jeder Punkt bei Experte ist zwar doppelt. Das sind quasi Prozente, die der bekommt. Wenn ich das auf... Ich mach das einfach, oder? Oder ist das eine dumme Idee? So. Also lernen, kann er bis zum Meister werden und ausweichen. Noch ein Moment, da machen wir zum Experten. Das kriegen wir hin. Moment, du bist derjenige welcher. Zack, der kann direkt auch ausweichen, Meister werden. Auch nicht schlecht. Okay, die gute Grazima, was kriegt die? Dolch? Meister müssen wir noch nie rauen, das dauert noch. Das kriegen wir so nicht hin. Streitkolbe, könnten sie Experte werden? Fähigkeit wird zum Schaden addiert. Ja. Jetzt brauchen wir da 2 und 2 und 3 sind 5 und 4 sind 9. Man könnte die also direkt zum Experten am Streitkolben machen. Oder was? Erkennen ist jetzt auf 4, lernen ist ja auf 4. Stehlen machen wir ja nicht. Komm, machen wir es einfach. Ach, Leder vergessen. Egal. Irgendwas ist ja immer. So, was haben wir hier? Speer, Meister. Leider ist kein Großmeister drin. Und die kann auch keinen weiteren Experten rangen. Okay, das ist natürlich nicht so gut. Lernen, Experte. Sechster Sinn haben wir gesagt. Genau, wollen wir den Meister-Rang einfach mal so machen. Waffenmeister geht leider nicht mehr. Auch schlecht. Munition kann sie nur Experte werden. Aber Lernen, da geht noch was. Und Kette, da geht auch noch was. Mehr Meditation. Meditation. Einfach mal ein paar mehr Trefferpunkte. Also momentan brauche ich es nicht. Da kann man später ja auch noch nachholen. Das ist ja kein Ding. Da knüppelt man es einfach hoch mit den Lernpunkten. Ist ja nicht verloren. Hier ist leider wirklich fertig. Man könnte natürlich in Richtung Bogen gehen, aber wie gesagt, Meister, auch da müssen wir erst durch den krassen Tunnel. Da muss man einmal komplett durch und dann auf der anderen Seite wieder zurück. Aber das ist alles ziemlich übel. Ich würde sagen, dass ich keine Ahnung habe. Ich mache einfach Lernen. Was soll das? Was soll das? Haben auf jeden Fall... Boah, was waren das jetzt? 6 Level oder so? Ich weiß es nicht. Ich habe noch ein bisschen Kohle da. Das heißt, dann latschen wir einfach da hinten erstmal hier zum Laden und füllen die Taschen auf. Guten Tag. Das beste Essen weit und breit. Das allerbeste, das ist nicht schlecht. Hau ab. Genau, sonst kreist hier der Hammer. Bogenexperte. Ja, jetzt muss ich wieder gucken, wo die ganzen Experten von X, Y und Z sind. Denn jetzt haben wir einige Sachen. Kettenexperte zum Beispiel. Hat sie. Zack. Einfach mal so. Kettenexperte. Halt, wo geht's denn Kettenmeister? Der Medvari Drachenfinder. Drachenfinder. Meister des Kettenpanzers lebt in der Stadt im Nordosten in den Elfenlanden von Avelé. Ja, selbstverständlich. Die hat nicht viel zu melden. Auch nicht schlecht. So. Soll heißen. Sechster Sinnmeister. Zack. Das gefällt mir, ehrlich gesagt. Ob das jetzt so sinnig ist, sei mal dahingestellt. Erkennen Großmeister. Nein. Lass mal schauen, dahin gab es noch mehr von den Kollegen. Ach ne, das sind so. Elementarmagie-Hütten, da müssen wir eigentlich nicht hin. Allerdings könnten wir hier mal spaßhalber schauen, ob da hier noch welche dabei sind, die uns was Sinnvolles verticken. Und der Laden hat ja wieder... Wahrscheinlich ist er wieder neu bestückt. Monsterkunde-Experte sind wir schon. Und mehr ist er da leider nicht. Es war ein Auftrag. Ach ja, alle drei Statuen will der. Dolch-Experte. Halt,
Wo war nochmal der Herr Schnitter? Ja, nördlichen Teil Nihons. Das ist nichts für uns. Sauerresidenz. Kopfjäger. What? Meine Zeit. Jeder verschwendet meine Zeit. Ich bin nicht so wohl deine Zeit. Dann Zeug. Ihr seid ja immer noch da. Ich sage es ganz offen. Ich schätze, ich mag euch nicht. Beweist mir erst, dass ihr etwas wert seid. Bald werdet ihr euch zwischen dem Pfad der Finsternis und dem Pfad des Lichts entscheiden. Ah. Stimmt. Jäger? Ach so, wir wurden jetzt schon zu einem Jäger. Vom Ranger zum Jäger oder sowas? Und der macht dann zu Kopfjägern oder das andere wird dann, was weiß ich was für ein Jäger sein. Jäger des Lichts. Okay, das ist eine Beförderungsgeschichte, die uns jetzt nicht so ganz interessiert. So, und hier wollte ich eigentlich Sachen kaufen, aber irgendwie... Erdgilde? Kann man da überhaupt rein? Hallo? Willkommen in der Erdgilde. Guten Tag. Ah, sie hat schon Erdmagie, oder wie? Ja, aber keine Zauber. Erdmagie. Stimmt, da war was. Willkommen in der Erdgilde. Guten Tag. Zauber kaufen, bitte. Was haben wir denn? Steinhaut? Ja, die hätte ich gerne, aber das ist auch wieder Experte. Ungünstig. Ja gut, betäubt braucht kein Mensch. Verlangsamen. Das können wir mal spaßhalber probieren. Todesschwarm. Ja, auf Entfernung halt ein bisschen Schaden. Aber sie ist eine Bogenschützin. Ich glaube, die macht auf Entfernung ein bisschen mehr Schaden. Mit dem Bogen. Er hat Resistenz, da hätten wir es. Nee, die benutzt mal verlangsamen. Das wird ganz bestimmt hilfreich sein. Ja, davon bin ich überzeugt. Es wird so richtig gut werden. Genau, Wasser. Willkommen in der Gilde des Wassers. Hallo. Wassermagie, zack. So, Zauberkaufen tut aber sie für sie. Erwachen, wichtig. Der Schläfer, erwache. Giftnebel aufladen ist nur für Experten. Giftnebel. Wasserwandel auch nur für Experten. Wie ungünstig. Eisstrahl. Säurestrahl. Schleudert einen Strahl ätzender Säure auf einen einzelnen Gegner. Der Schaden beträgt 9 Punkte plus 1 bis 9 pro Fähigkeitspunkt in Wassermagie. Das ist wiederum nicht so schlecht. Kostet 2200. What? Und Wasserresistenz. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht, finde ich, für einen, der... Ja, einen normalen Zauber. Eisstrahl ist 1 bis 4 pro und das sind direkt 9 plus 1 bis 9. Das ist eigentlich ziemlich krass. Ja, das hätte wahrscheinlich ein Expertenzauber werden sollen. Oder ist das vielleicht so eine Besonderheit? Alles verstanden. Alles klar. Also ganz normal sind die Leute ja auch nicht, oder? Mit was für Leuten laufen wir hier denn rum, wenn das jemand sieht? So, wir müssten einfach eigentlich mal Geisterhut. Können wir den direkt hier verkaufen beim Herrn Magier? Sucht ihr etwas? Ja, immer versuche. Nein, nichts Neues, macht nichts. Zack. Wie viel wollte die? 2,5 oder so, ne? Da können wir ein paar Tränke. Ah, einen Zauberstab vielleicht verticken. Brauche ich wirklich diese ganzen Zauberstäbe? Ich weiß es nicht. Was ist denn das? Fluch entfernen? Experte, Seelenmagie. Komm, Fluch entfernen braucht kein Mensch, oder? Geteiltes Leben ist Meister der Seelenmagie. Das geht gar nicht. Ich kann nur, glaube ich, Experte werden. Dann können wir die verkaufen. Zack. Und da haben wir die Kohle drin. So schnell kann es gehen. Ich habe zu danken. Genau, dann machen wir einfach Trick 17. Kaufen jetzt den Säurestrahl, weil der ist wiederum nicht so schlecht. Wir haben es ja schon gesehen. In der Gilde des Wassers. Ja, guten Tag. Ganz entspannend. Wo ist es? Säurestrahl. Da ist es. Mittelstrahl für... Mist, davon verstehe ich nichts. Ja, noch. Ja, aber bald wirst du alles verstehen. Es wird sich alles... Und so weiter. Ja, das ist wieder die Frage. Wo ist jetzt was? Wo lernen Experte? Da hätte ich jetzt mal Bock drauf. Wo ist das schlaue Buch? Einen Augenblick. Und ich gebe mir auch gleich noch einen Kaffee. Obwohl, machen wir es. Ein oder das andere. Moment. So, jetzt brauchen wir die... Das ist auch hier der Zettel rausgefallen. Sag mal, was mache ich denn? Ach nee, da ist er. Also, wir brauchen... Ach ja, das ist eine Liste mit den Artefakten. Relikte, Artefakte und spezielle Gegenstände. Da gibt's... Und das finde ich halt auch so toll in dem Spiel. Es gibt extrem krasse Geschichten. Zum Beispiel die Axt Amok. Macht einen Schaden von 3d7, also 21 plus 11. Okay.
Also 14 bis 32 ist nicht schlecht. Macht außerdem 100 Stärke plus 100 Ausdauer, aber reduziert die Rüstungsklasse. Klar, weil mehr Amok läuft und auf seine eigenen Dings nicht mehr so achtet. Aber das kriegt man hin. So, was wollte ich jetzt gerade? Lernen. Genau. Rakada-Wüste oder Deja. 2000 jeweils. Boah. Von Isaac Apfelbiene. Frage ist, möchte ich bei einem Herrn Apfelbiene wirklich trainieren? Ich weiß es nicht. Was kann man von ihm lernen? Von Herrn Apfelbiene? Imkerei? Möglich ist es. Was soll ich noch? Moment. Was haben wir denn für tolle Sachen, die wir noch lernen wollten? Lernen, ja. Reparieren? Klar, wissen wir in Harmondale. Bei Schloss Harmony. Also Lernen muss ich auf jeden Fall machen. Was haben wir noch? Irgendwas mit Ausweichen, ne? Kette? Nein. Er hier. Ausweichenmeister. Da war ich mal Ausmeister. Ausweichen ist wahrscheinlich, fängt es mit A an. Vorne. Moment. Kriegen wir alles hin. Das gehört auch der, auf jeden Fall dazu. Ausweichenmeister wäre... Ist ein Kampf, oder? Verteidigungsding. Da. Auf den Evenmorn-Inseln. Scheiß die Wand an, das müssen wir auch noch machen. Diese komischen... Wo ist das? Ein Tatal hier. Müssen wir die Karte finden bei den Piraten. Da können wir hin. Ach ja, da müssen wir auf diese kleine Insel in Tatal hier. Und da müssen wir da rein und müssen da die Karte holen. Und dann bieten sie, glaube ich, alle an. Irgendwie so war das. Sollte einfach sein. Oder gibt es da eine Quest dafür? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, jetzt mal gucken. Wir haben alles soweit. Nee, wir müssen Müll verkaufen. Und die ist leider viel zu krass überladen. Das geht doch nicht. So, meine ganzen gemischten... Die ganzen Szenegetränke fliegen jetzt mal raus. Zack, zack. Kein Platz. Kein Platz, sagt er. Sehr gut. Ja, dann nicht. Dann retour. So, zack, zack. Jetzt wollen wir erstmal ein bisschen wieder... Kein Platz. Dann halt nicht. Jetzt schaffen wir ein bisschen Ordnung. Das kann ja so nicht sein. Sieht aus wie bei Kraut und Rüben. Kein Platz. Kein Platz. So, so. Ja. Das reicht aber schon, oder? Eigentlich so. Ach ja, wir wollen ja wissen, was das hier ist. Vielleicht ist da was Magisches dabei. Gut, dann gibt es jetzt die große Shopping-Tour. Einkaufsbummeln. Überlegen, vielleicht kann man noch was einkaufen. Wir haben die Ketten. Kommt rein. Genau. Wie kann ich euch helfen? Okay, ist totaler Müll. Das sollte man vielleicht auch mal ins Auge fassen. So ein Waffenmeister plus X. Obwohl, man könnte tatsächlich mal nach Bracada. Da hat man das Geld mit, geht einkaufen und geht zum Apfelbiene. Und dann wird man der Ausweichenmeister und der Stabmeister und. Das wäre auf jeden Fall was für ihn. Wir haben ein Fluggerät mit dabei. Es dürfte auch lange anhalten, dann können wir in der Ewigkeit mal durch die Bracada-Wüste fliegen. Ja, das erscheint mir sinnvoll. Was bist du? Nicht verzaubert. Richtig gut. Ja, das ist was zum Anziehen. Und das hier ist zum Erkennen, oder? Nee, das sieht nicht magisch aus. Ist zu wenig. 150. Das war zu wenig finanzieller... Wert heißt nichts Besonderes. So, regeneriert Trefferpunkte mit der Zeit. Kommt rein. Genau. Wie kann ich euch helfen? Jetzt will ich doch nochmal schauen. Nicht, dass ich das übersehen habe. B. Nee, leider nur Müll. Und der hatte auch nur Müll. Oder? Habe ich schon geschaut? Besten Waffen. Ich glaube ja, ne? Vielleicht eine magische Armbrust mit 1000 Schaden plus. Unwahrscheinlich, macht aber nichts. So, jetzt müssen wir wohin? Wir müssen nach. Eni, mini, meini. Mu. Reparieren Experte in Harmondale. Ja, das wäre eine Idee. Das machen wir zunächst. Jetzt geht's halt ein bisschen weniger Action geladen. Guten Tag. Zu. Avelé, falsche Richtung. Verdammt. Ich hoffe mal, dass ich hier fertig bin. Aber ich habe hier alles gemacht, ne? Und die Aufgaben für die beiden haben wir auch gemacht. Wir müssen sowieso mal wieder in unser. Ja, Hoheitsgebiet. Oder wie nennt man das? Da, wo wir halt regieren. In unserer Regentstadt. Ist das ein Wort? Und dann werden wir mal ein bisschen nach dem Rechten sehen. Wir können ja mal mit den beiden Vertretern quatschen. Ja. Wir haben die Aufgaben für sie beiden erledigt.
Und die wollen ja immer noch hier, naja, ihren Fuß auf mein Territorium setzen. Das finden die ja ganz supi und so. Das wäre eine Idee. So, Reparatur war hier irgendwo. Experte am Stab. Lederexperte. Ja, hat die immer noch nicht. Das war natürlich dumm, dass ich da irgendwas anderes gewählt habe. Maisexperte wäre auch wieder nie... Wir müssen irgendwann mal... im südwestlichen Teil Barakala-Wüste. Das wissen wir. Ah, dieses Untersteinstadt da, diesen Durchgang. Diese Reparieren-Experte. Perfekt. So, das reicht erstmal eine ganze Weile. Erkennen-Experte. Zack. Oh, dann hat sich schon gelohnt. Jetzt erkennt sie auch den ganzen Müll. Na, gib dir was in die Hand. Und? Vielleicht brauchen wir das noch. Sehr gut. Endlich, endlich, endlich. Hat dieses, ich weiß es nicht, ein Ende. Hm. Ist das so ein Müll? Sag mal, der trägt ja Zeug aus dem Kick. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Ausdauer plus eins. Weg die, hau weg die Scheiße. Ich hatte so viele gute Helme und hab sie nicht mitgenommen, weil ich das nicht wusste... Ich nicht. Umhang, okay. Ja, gut, dann... Hm. Standardumhang, auch da habe ich schon wesentlich besser gehabt. Ja, das ist halt immer so, ne? Wenn man dann plötzlich die Sachen erkennt. Wenn die Erkenntnis kommt, dann realisiert man erst, oh Mann, das war irgendwie doof. Genau, Even Morn Inseln, Kampfkunst, ja, Kann man vielleicht so als Zusatz machen, wenn der Stab fertig ist. Dann kann man sich diesen Bonus, den man dadurch kriegt, kann man sich auch noch hochdrücken, ne? Weil Großmeister muss man sein und dann wird die Kampfkunst mit einbezogen. Wenn man die dann langsam hochknüppelt, im wahrsten Sinne, dann geht es... voran. So, die mögen mich hier 15, das ist sehr gut. Kann ich euch helfen? Kommt darauf an, was du anzubieten hast. Der hat halt wirklich nur Müll dabei. Das ist eher ein Alchemist, denn ein tatsächlicher Magier. Macht aber nichts. Aufleveln können wir auch nicht mehr. Nee. So, jetzt müssen wir uns mal überlegen, was wäre denn sinnig? Naja. Eigentlich Barakada ist angesagt, oder? Sabotiert den Aufzug in den roten Zwergenminen. Besucht die drei Steinmonolithen, tötet den riesigen Drachen. Bei Statuen finden. Wir haben weder die Statuen noch haben wir die komischen. Stellt sie auf die Schreine in der Barakala-Wüste, in Tartaglia und in Avlee. Also Schreine haben wir schon gesehen. Gemälde finden haben wir, glaube ich, eins, ne? Wir werden in allen 13 Spielen. Ja, okay. Also, questtechnisch sind wir. Gar nicht so weit. Hier war doch auch was mit dem Richter. Ich würde sagen, wir gehen mal Hallo sagen. Moment, die hat... Ja, ihr fehlt noch die Feuermagie. Könnte man auch nochmal geschwind angehen. Dann hat sie wirklich alles, weil... Sie kann ja zumindest Meister werden. Irgendwann. Ja, ich sehe schon, das hat echt... Vorrang, dass die mal ein bisschen besser wird, weil momentan, das ist echt ein bisschen erbärmlich. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo Lernexperten sind. Ach ja, Apfelbiene, oder? Oder war das Ausweichen? Verdammt! Nee, Apfelbiene. Lernen, ne, beibringen, sowas. Hab's vernommen, Sir. Gut. Willkommen in der Feuergilde. Guten Tag. Ja, und auch hier, man sieht's, die mögen einen halt sehr viel mehr, wenn man... Oder die Preise sind wesentlich besser, wenn sie einen mögen. So rum. Expertenzeug, Fackellicht, kennen wir schon, Feuer, Dorn und Eile, Feuerstrahl. Ja, diese billig Angriffsdinger wollen wir natürlich nicht. Und der Feuerball, ganz klar, der Klassiker. Leider nur für Experten. Feuer, Dorn. Das ist eine Mine, die man auslegt, ne? 6 pro Fähigkeitswert, höchstens 5 Dorn gleichzeitig. Ja, da kann man so ein bisschen Gebiet verminen. Ist auch ganz nett. Habe ich eigentlich selten gemacht. Wirft man die halt auf den Boden, wie wenn man Sachen aus dem Gepäck wirft. Und wenn der Gegner drauf tritt, macht es bumm. Ist ganz, ganz nett. Und gerade hier so für eine Schütze, ein bisschen Ranger vielleicht, ne? Auf der Jagd. Auf der Jagd mit Elementardornen. Ja, gut, muss man sich ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Aber, naja, ganz so abwegig ist es nicht. So, dann würde ich sagen, schauen wir nochmal hier rein. Vielleicht sind die... Wie geht's hier weiter? Man weiß es nicht. Ja, Zeit ist eh schon wieder um. Ah ja. Wie im Zug. So, eine Einladung. Ja, ihr Lehrer.
Die Königin ist sehr zufrieden mit euch. Die Rettungsaktion ist gut verlaufen und Lauren kann diesem bösartigen König Parison nicht mehr länger als Trumpfkarte dienen. Ich bin sicher, dass die Königin euch für eure Hilfe entlohnen wird, wenn der momentane Streit über Harmedale vorüber ist. Ah, Streit um Harmedale, ich verstehe. Also muss erst die Hauptquest weitergehen, dann geht's hier wohl weiter mit dem Zeug. Avle, hört euch zu, edle Herren. Ich hörte von eurem wagemutigen Überfall auf Fort Riverstride und ich bin beeindruckt. Unsere Strategen analysieren in diesem Moment die Pläne und versicherten bereits, dass sie bei einem Angriff auf das Fort sehr hilfreich sein werden. Avles Dankbarkeit ist euch gewiss. Ja, das habe ich doch. Schloss aufbauen. Hose macht. Naja. Ja, das war nett. So, wir sind ja fertig, würde ich sagen. Das nächste Mal, schätze ich mal, geht's nach in die Barakada-Wüste. Da haben wir noch einiges zu tun. Ich schaue nochmal nach, wo es den komischen... Was haben wir noch? Ausweichen haben wir. Wir haben Lernen zu tätigen. Ja, Lernen, genau. Da können wir sogar bis zum Meister hochleveln. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ausweichen, Meister. Ja, gibt einiges zu tun. Jetzt müssen wir uns mal um unsere Charaktere kümmern. Aber es ist ja schließlich ein Gruppenrollenspiel. Und da kann man das, glaube ich, schon mal erwarten, oder? Ich finde, ehrlich gesagt, auch. Zack, Meditation einfach mal so. Weil es mich so angelächelt hat hier in diesem Wust aus... Ja... Weißen, viel zu guten Skills. Lernen, genau. Lernen müssen wir auch noch lernen. Ich glaube, das war Herr Apfelbiene oder Frau Apfelbiene. Wer weiß. Naja, beim nächsten Mal geht's mehr. Ich danke fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.